Für die jodometrische SO2-Bestimmung nach Rebelein benötigt man eine unfiltrierte Originalprobe, Weithals-Erlenmeyer-Kolben, eine Aldehydlösung, einen Peleus-Ball, eine 25 ml und eine 2 ml Vollpipette, sowie die Reagenzien Schwefel 11, 33 und 44 mit einem 10 ml Messzylinderaufsatz und Schwefel 22 und 55 zur Durchführung der Titration an eine Bürette angeschlossen. Das Verhältnis von freiem zu gesamtem SO2 ist stark temperaturabhängig. Es ist daher unbedingt erforderlich, die Analysen bei der standardisierten Temperatur von 20 Grad Celsius durchzuführen. Die Vollpipette wird vor ihrer Verwendung mit der zu untersuchenden Weinprobe vorgespült. Der Inhalt wird anschließend in einem Becherglas entleert. Da das freie SO2 leicht flüchtig ist, wird die erforderliche Weinmenge direkt aus der Weinflasche entnommen. Zur Bestimmung des freien SO2 inklusive Reduktone werden exakt 25 ml Wein in Bodennähe des Weithals-Erlenmeyer-Kolbens überführt. Einige Sekunden nach dem Ablaufen die Pipette am Glasrand abstreifen. Anschließend 10 ml der Schwefelsäurelösung zugeben und mischen. Danach 10 ml der Stärkelösung zugeben und ebenfalls mischen. Unverzüglich darauf wird mit einer Jodlösung unter Schwenken titriert. Wichtig ist es, die Bürette vor dem Titrieren immer auf Null zu stellen. Jodlösungen reagieren in saurer Lösung mit SO2 unter Bildung von Schwefelsäure. Erst dann, wenn kein Jod mehr verbraucht wird, weil SO2 gleichfalls verbraucht ist, bleibt das zugesetzte Jod übrig und bildet mit der Stärke beim Umschlagpunkt eine nur kurze Zeit bestehende Violettfärbung. Diese zeigt den Endpunkt der Titration an. Der Gehalt an freiem SO2 inklusive Reduktonen kann direkt an der Bürette in Milligramm pro Liter abgelesen werden. Er beträgt 53 Milligramm pro Liter. Da im Wein außer SO2 noch Stoffe wie zum Beispiel Ascorbinsäure oder Phenole enthalten sind, die gleichfalls Jodlösungen reduzieren, können diese bei der einfachen Jodtitration SO2 vortäuschen. Daher müssen diese im Wein enthaltenen Stoffe, Reduktone genannt, ebenfalls bestimmt werden. Dafür werden exakt 25 ml Wein mit Pipette in Bodennähe des Weithals-Erlenmeyer-Kolbens überführt. Anschließend 2 ml Aldehydlösung beigeben und mischen.
Nach etwa 10 Minuten ist das im Wein enthaltene freie SO2 abgebunden. Danach 10 Milliliter Schwefelsäurelösung zugeben und mischen. Dann 10 Milliliter Stärkelösung zugeben und ebenfalls mischen. Unverzüglich darauf mit der Jodlösung unter Schwenken titrieren, bis die Violettfärbung einige Sekunden bestehen bleibt. Der Gehalt an Reduktonen kann direkt an der Bürette in Milligramm pro Liter abgelesen werden. Er beträgt 6 Milligramm pro Liter. Die Berechnung des freien SO2 wird wie folgt durchgeführt. Freies SO2 inklusive Reduktone in Milligramm pro Liter minus Reduktone in Milligramm pro Liter. Anhand der bereits bestimmten Werte ergibt sich folgende Rechnung. 53 Milligramm pro Liter freies SO2 inklusive Reduktone minus 6 Milligramm pro Liter an Reduktonen ist gleich 47 Milligramm pro Liter freies SO2. Zur Bestimmung des gesamten SO2 muss das gebundene SO2 freigesetzt werden. Zur Aufspaltung der Bindung werden 10 Milliliter Natronlauge im Weithals-Erlenmeyer-Kolben vorgelegt. Anschließend exakt 25 Milliliter Wein direkt langsam in die Natronlauge einfließen lassen. Wenn der gesamte SO2-Wert voraussichtlich unter 250 Milligramm pro Liter liegt, dann reicht es die halbe Menge, sprich 12,5 Milliliter Jodlösung in den Weithals-Erlenmeyer-Kolben fließen zu lassen. Eine entsprechende Kennzeichnung kann zur Arbeitserleichterung auf der Bürette angebracht werden. Anschließend 10 Milliliter Schwefelsäurelösung in einem Guss zugeben und mischen. Danach 10 Milliliter Stärkelösung in einem Guss zugeben und ebenfalls mischen. Unverzüglich darauf wird mit Natriumthiosulfat unter Schwenken titriert, bis die ursprüngliche Weinfarbe wieder zum Vorschein kommt. Da nur die halbe Menge an Jodlösung vorgelegt wurde, muss zur Bestimmung des gesamten SO2 vom abgelesenen Wert ein Wert von 250 Milligramm pro Liter abgezogen werden. Der abgelesene Wert beträgt 418 Milligramm pro Liter. Davon werden 250 Milligramm pro Liter abgezogen. Das gesamte SO2 beträgt somit 168 Milligramm pro Liter.